Guten Abend, ich habe eine Videoempfehlung für meine lieben Zuschauer. Die Firma Pony Products oder ach, was weiß ich, unwichtig. Die hat einen schönen Film gemacht und zwar so sieht die Zukunft aus, wenn Blau gewählt wird, wenn die an die Macht kommen. Ja, die werden alle vertreiben, die hier noch arbeiten in Deutschland. Ja, ich werde euch diesen Film verlinken. Da fragt eine Enkelin, das ist die Enkelin und das ist die Oma, ne, das passt ja zusammen, ja, von den Haarfarben her. So sieht auch jede Oma in Deutschland aus, ja. Die fragt da, wie war das doch mal in Deutschland? Ach, Ponywurst-Produkt. Ja, klar. Die werden groß rauskommen mit so einem Schund, den die da produzieren. Wollen wir mal kurz reingucken? Na, hoffentlich gibt es keinen Ärger. Mal sehen. Im Jahre 2060 in Nordafrika spielt dieser angeblich Film. Die Firma Ponywurst-Dingsbums, die sagten, die hätten das mal zu Ende gedacht. Naja. Dabei. Ich möchte keinen Ärger. So, und worum ich auch bitte, anständige und vor allem intelligente Kommentare und kein Rumgeschimpfe, ne? Einfach weiterdenken. Man braucht bloß die Farben in diesem Film, die Farben Blau gegen Grün auszutauschen. Das kann ich schon sagen. Dann passt es auch. Aber ich sage auch nicht viel Spaß, sondern, Damen und Herren, bringen Sie sich eine Kotzschüssel mit dazu und tun sich dann diesen hässlichen Film rein. Vielleicht wird's dann. Das ist sowas, also dass so ein Machwerk produziert wird. Das zeigt aber auch, dass die Herrschenden mittlerweile ganz schön weit weg sind von Gut und Böse. Naja, gut. Also dann Kotzschüssel holen und Video gucken. Wie gesagt, dieses verlinke ich. Aber eins ist sicher, die Doofen werden es immer noch glauben. Und deswegen erwerbt Wissen, damit wir diese Leute noch überzeugen können. Wenn wir klüger werden, kann es bloß passieren, dass wir Glück haben und letzten Endes wir irgendwie dann die Kurve kriegen, weil wir dadurch, dass wir Wissen erworben haben, uns noch irgendwas einfällt, dass wir die Dummen irgendwie überzeugen können. Na dann, gutes Gucken und nicht zu viel kotzen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.